Hallo Leute, endlich ist es soweit. Mein Kanal hat es geschafft, über 500 Abonnenten zu bekommen. Und das kann ich jetzt noch gar nicht richtig glauben. Aber möchte mich natürlich erstmal an der Stelle ganz herzlich bei euch allen bedanken für die super Unterstützung. Und mich freut es natürlich, dass euch die Videos so gut gefallen. Und das macht natürlich super Spaß, wenn es euch so viel Spaß macht, zuzugucken, wie es mir macht, die Videos zu machen. Genau, und das spornt natürlich umso mehr noch an, auch in der Zukunft klasse Videos für euch zu machen. Und weiterhin tollen Content für euch zu liefern. Ja, und um das gebührend zu feiern, habe ich mir ein kleines Special ausgedacht. Und zwar werde ich jetzt einen meiner Lieblingswitze erzählen. Und dann möchte ich von euch, dass ihr euren Lieblingswitz unten in die Kommentare reinschreibt. Und dann gebe ich euch 2 Wochen Zeit. Und dann werde ich den Sieger oder den besten Witz auf jeden Fall dann aussuchen. Und der kriegt dann von mir ein kostenloses Spiel auf Steam. Sprich also dann für einen PC oder für einen Macintosh. Und zwar handelt es sich da passenderweise auch um die Neuauflage von dem alten Point-and-Click-Klassiker The Secrets of Monkey Island Special Edition. Und genau, wie gesagt, also 2 Wochen habt ihr jetzt Zeit, irgendwie euren Witz zu schreiben. Und bin ich schon mal sehr gespannt. Aber jetzt kommt erstmal mein super toller Witz. Und zwar, also ein Typ kommt mit seiner Karre angefahren und parkt auf einem Behindertenparkplatz, brettelbreit drauf. Will gerade aussteigen, da kommt natürlich so eine ältere Dame, echauffiert sich, kommt da angelaufen. Sie wissen schon, dass sie im Behindertenparkplatz ist, sie dürfen hier nicht parken. Typ steigt ganz lästig aus, ganz unbeeindruckt und sagt ihr nur, ja, doch, das passt schon so, ich bin ja auch ein Behinderter. Die Frau, völlig vom Kopf gestoßen, mustert ihn von oben bis unten und fragt ihn dann so ganz entgeistert, ja, was, Sie sind behindert? Ja, was für eine Behinderung haben Sie denn? Und daraufhin der Typ, ja, Tourette-Fotze. Okay. Gut, das war jetzt mal mein Witz. Wenn ihr einen besseren parat habt, dann wie gesagt, schreibt ihn unten in die Kommentare rein. Und ja, dann werde ich in 2 Wochen den Sieger bekannt geben und bin schon mal sehr gespannt, was ich da unten zu lesen bekomme. Bis dahin, macht's gut, see ya!